Leute, ich habe sehr, sehr interessante Informationen für euch, was Dive Trials für sämtliche Prestige-Skins betrifft, die noch keinen Dive Trial haben. Es gibt bis jetzt nur zwei Skins für Revenant und für Valkyrie. Die können alle Legenden nutzen, so wie man das auswählt. Wie ihr wisst, hatte ich Early Access für die neue Season. Und da bin ich so ein bisschen durchs Menü gestöbert und dort ist mir etwas aufgefallen, was ich euch gerne zeigen möchte. Und zwar folgendes. Schaut mal erstmal hier den Valkyrie Prestige Skin und alle anderen Prestige Skins sind mit einem Dive Trial versehen. Das ist der allererste Pratt Skin, den es, nicht Skin, den, das ist der allererste Sky Dive Trial für Pratt gewesen und es scheint so zu sein, dass alle anderen Prestige Skins diesen bekommen. Ja, ob sich daran was ändert, ob das so in Season 19 übernommen wird, kann ich euch Stand jetzt nicht wirklich sagen, aber es ist interessant, dass ich das entdeckt habe. Ich könnte mir natürlich auch vorstellen, dass dieser eine gezeigte Dive Trial jetzt für wenigstens einen Prestige-Skin reinkommt und die anderen Stück für Stück vielleicht noch ein nachgereicht bekommen, weil es macht ja keinen Sinn, wenn ich jetzt zum Beispiel Caustic mit diesem Dive Trial ausrüste, dann brauche ich ja denselben nicht noch bei den anderen anzeigen, weil den können ja sowieso alle Legenden nutzen. Ich könnte mir vorstellen, dass einer kommt, also den wir jetzt gesehen haben, alle anderen sind jetzt Platzhalter und haben dieselbe Optik. Also ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass auf jeden Fall alle anderen Prestige-Skins, die noch keinen Trial haben, auch einen bekommen. Wir müssen jetzt mal abwarten. Ich hau das Video jetzt kurz vor Release von Season 19 raus. Zum Release von Season 19 werden wir das natürlich gemeinsam überprüfen, ob denn alle Prestige-Skins dann einen Dive Trial bekommen haben. Aber wie gesagt, das ist nicht bestätigt. Ich habe es aber so in den Tests von Season 19 entdeckt. Jetzt müssen wir nur noch abwarten, ob es tatsächlich so kommt. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Vergesst nicht zu abonnieren, wie immer. Kommentiert und so weiter und so fort. Und vergesst nicht, die letzten Videos zu schauen. Dort gab es auf jeden Fall eine Menge exklusiven Stuff wie die Patch Notes, Conduit Gameplay, Stormpoint Gameplay. Die Map ist übrigens unwahrscheinlich schön gewesen. Könnt ihr von mir aus gerne auch hier reinschreiben, was ihr von der neuen Map haltet, beziehungsweise vom Map-Update optisch. Sehr, sehr gelungen. Auch die Skybox finde ich unwahrscheinlich schön. So, ich bin raus für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.